Also muss er erinnert. Ansonsten, was machst du so? Corona-Zeit? Chillen? Ist auch nicht viel zu tun, ne? Ach, schön. Couch-Potato. Ist doch auch geil. Was willst du machen? Ja, Ja, aber was recht willst doch du machen? langsam. Ja, wir sind hier ganze Zeit am Ankern, am Tun und Machen, Alter. Oh, das ist doch Weißt gut. du, ob Corona, kein Corona, ist egal. Wir Ja. sind am Machen, Alter. Voll. Richtig, sag mal. Immer fleißig bleiben, bis wieder losgeht. Genau, aber weißt du auch nicht, wa? Ob irgendwo was losgeht. Macht ihr wieder so eine Autotour? Du bequatschen gerade eine Menge so und mal gucken, was da jetzt noch passiert hat, ne? Wann die was Wann überhaupt? freischalten, wann nicht. Ich meine, die Kalender aus dem letzten Jahr sind ja alle rüber Ja, gehackt, auch ja. dieses Jahr, ne? Ab da, wo die sagen, geht los, geht halt los. Ja. Gucken wir mal, was passiert. Dickerchen, so lange nicht gesehen, Alter. Ja, Mann. So lange nicht gesehen. Ist ja unfassbar. Geil. Clubhaus. So, geh mal ackern. Ja, Musa, viel Spaß Musa, euch. ey, liebe Grüße, ja, Alter. Ich geh mal Ja, ackern ich jetzt sag hier. mal lieber, viel Spaß. Danke dir. Und wie viele Leute sind jetzt hier drin, Alter? Krass, geht voll ab, wa? Keine Ahnung. Sollen wir welche hochholen, die hier was dazu sagen zu PTBS? Meinst du, hier sind viele Soldaten am Start? Weiß ich nicht. Machen wir mal aus. Warte mal, lass mal. Jetzt ist 21 Uhr. Lass mal um 23 Uhr komme ich schon mal online. Alles klar, mein Lieber. An alle Peoples hier, 23 Uhr. Kommt wieder rein. In der Zeit machen wir einen Hit. Viel Bis Erfolg. später, Musa. Danke dir, bis Bis später. später. Ciao. Ciao, ciao. So, hat jemand was zu PTBS zu sagen? Kennt sich jemand damit aus? Kann sich gerne melden. Einen wunderschönen guten Abend, mein großer Bruder. Divo, grüß dich. Ja, wie geht's dir denn heute so? Ja, gut, mein Lieber. Haben wir mal ein spezielles Thema hier. Was ist denn PTBS? Posttraumatisches Belastungssyndrom. Also eigentlich eine Abkürzung für Heul doch. Genau. Aber irgendwie melden sich hier Leute. Muss man mal gucken, warte. Limited, warte mal auf. So, wenn jemand was zu sagen hat, soll er sich melden, please. Ja. Hallo. Iso, grüß dich. Salam, wie geht's? Alles gut? Aleikum salam, ja, alles gut. Und bei dir? Ach ja, Alhamdulillah, musst. Alhamdulillah, Guck mal, ich sehr habe gut. eine andere Frage, ja. Diese Hausparty, ich habe das seit gerade, Mann. Kannst du mir erklären, wie das hier alles richtig Bro, die funktioniert, Mann? App Ich heißt habe gar keinen Clubhouse. Überblick, ja. Bro, die App heißt Clubhouse. Ja, meine ich, Clubhouse. Tut mir leid, Bruder, ja. Gar kein Keine Problem. Ahnung, Bro. Ich drück mich auch so durch hier. Digga, ich verstehe das gar nicht. Ah, ich habe mir das eigentlich nur runtergeladen, weil alle meinten, ich kann hier zu ein paar Bekannten reingehen und so, da kann ich da Musik machen, dies, das. Ja, geil. Ja, Deswegen, eigentlich immer so alt wie ich bin, müsstest du mir das erklären, nicht ich dir. ich verstehe das auch nicht, Mann.
Wieso, was sind denn so genau deine Fragen? Ja, wie das hier alles funktioniert, Alter, wie ich hier irgendwelche Leute adde und so, weißt du? Bro, du kannst hier folgen und du kannst zurückgefragt werden, dann kannst du unten in der Audience, wenn du nicht redest, kannst du einfach zuhören. Wenn du hoch willst, hebst du deine Hand, so wie du das gerade gemacht hast. Unten rechts ist ein Pluszeichen, das heißt, wenn du irgendwo in einer Gruppe bist, kannst du da auch gerne Freunde einladen. Auf der, okay. Startseite werden dir Gruppen angezeigt von Menschen, denen du folgst. Und wenn du unten auf Explore drückst, dann werden dir auch fremde Gruppen angezeigt. Dann kannst du überall reinjoinen. Die eine oder andere Gruppe hat viele Leute, die eine oder andere Gruppe hat wenig Leute. Versuch es erstmal bei den wenigen, dann kannst du ein bisschen connecten, ein bisschen deine Erfahrungen sammeln und danach arbeite dich hoch bei den großen Gruppen und zeig dein Talent. Okay, Bruder, perfekt, danke dir. Du hast mir echt weitergeholfen. Sehr, sehr gerne doch. Okay, super, Isa. Salam alaikum, bye. Alaikum salam. Wie verlasse ich das jetzt? Unten links lief quietly. Ja, super. Guck mal, wer der nächste ist. Hey, was geht ab, Dimo? Einen wunderschönen guten Abend, Momo. Was geht ab? Hey, grüß dich. Er hat das ganz gemeint, Bruder. Also ich will keinen Fitner machen, aber der hat doch gar kein Partyhut mehr. Jani, er ist doch schon länger als eine Woche hier drin, oder? Ja, das ist mir auch erst später eingefallen, als er rausgegangen ist. Voll behindert. Ey, dieses PTBS, Bruder, ich hab das von einem Bekannten mal gehört, zufälligerweise sogar. Mhm. Also sprich, ich weiß, also ich kenne mich damit gar nicht aus oder so. Ich habe halt nur von einem Kollegen gehört. Erzähl einfach. Wie bitte? Nee, ich sag erzähl, cool. Ach so. Guck mal, ich kenne mich damit gar nicht aus, habe auch gar nicht so jetzt recherchiert, was so Symptome dafür oder so sind. Aber der meint, das hat ihn auf jeden Fall sehr gefickt und nach hinten geworfen in seiner körperlichen und geistlichen, in seinem körperlichen, geistlichen Zustand auf jeden Fall. Ich weiß halt aber nur nicht, Bruder, wie gefährlich das genau sein soll. Weil das ist ja, denke ich mal, von Person zu Person anders, so wie jede andere Krankheit, oder nicht? Ja, es setzt natürlich eine extreme Belastung voraus quasi, die du irgendwann mal erlebt hast. Eben viele Soldaten haben das halt aus Einsatzgebieten oder so. Und die da einfach einige Dinge da verarbeiten müssen und dann aber auch jahrelang mit sich mittragen. Ne? Und dadurch entstehen halt Probleme bei denen. Ne? Wie oft sieht man so alteingesessene Veteranen oder so, die dann einfach nicht klarkommen. Oder Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, so, die dann oft überaggressiv sind oder sonst. Also sprich, das sind halt, sprich, Leute, die halt auf längere Zeit halt mit sehr viel Belastung leben, oder wie meinst du das? Na, das können halt einfach Erlebnisse sein, extreme. Ja. Also extremer, weißt du? Also könnte sowas auch zum Beispiel vom, als dummes Beispiel jetzt, zum Beispiel in der Football-Liga, also American Football, wenn die halt jedes Mal so jetzt Bodychecks gegen Kopf kriegen oder keine Ahnung was, irgendwann wird der Kopf ja auch gefickt. Also kann die Krankheit dadurch auch hervorgerufen werden? Höchstwahrscheinlich. Ich kenne mich jetzt mit Sportarten nicht aus, aber generell sollte es so sein. Ich bin jetzt kein richtiger Psychologe. Also, dass ich das medizinische Aussage dazu treffen könnte. Krass. Deswegen, war ganz gut, wenn man Erfahrungswerte hat oder Freunde hat, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, mit der man nicht spaßen sollte und wo die Menschen sich behandeln lassen sollten. Ja, Mann. Also da gibt es bestimmt auch so sicherlich spezielle Therapien dafür, oder? Ja, definitiv. Ja. Also ist nicht so, dass sie dich einfach ins Krankenhaus einweisen und dir irgendwelche Tabletten verschreiben? Nee. Da muss erst mal feststellen. Die Bundeswehr zum Beispiel hat so Tests, die sie anbietet, da kannst du drauf gehen und dann ist es quasi wie so ein Multiple Choice und dann kannst du eben feststellen, auf welchem Grad du das hast oder wie auch immer. Ja. Heavy. Es ist wirklich krass, wirklich. Ja. Gut, Momo. Auf jeden Fall, Jungs, schönen Abend noch. Divo, Bruder, hau rein. Mach dich noch einen schönen Abend. Wir hören uns, Momo. Ciao. Alles Gute. Mal lieber. Ja, wollte sich ja, mal wieder. Ich freue mich aufs Wochenende, Marwan, immer. Ja, wie jedes Wochenende. Ja, dieses Wochenende wird ein ganz spezielles, aber. Yes, yo. So. Ja, die gehen alle wieder raus. Will nur jemand was sagen? Kochanje, komm doch mal gerne hoch, Michel.
Aber mach mir hier keine Single-Börse aus der Nummer. Ach, niemals. Die hat auch einiges zu erzählen, Mufa. Assalamu alaikum. Hallo. Ja, du.